ein Präparat auf rein pflanzlicher Basis. Meine Magenbeschwerden sind auch ganz harmlos. Sagen die Ärzte, nichts Organisches, rein psychisch. Mein Magen nimmt sich immer alles so zu Herzen. Er kann es sich mit ansehen, wie ich die Menschen hier in ihr Unglück rennen lasse. Ich habe die Beschwerden auch nur, wenn ich traue. Dabei war ich einmal glücklich in meinem Beruf. Ich war Standesbeamter aus Überzeugung. Ich habe an die Ehe geglaubt. Ach, wenn Sie wüssten, mit wie viel Idealismus ich damals an meine Frau rangegangen bin. Ich habe sie geliebt, habe ihr vertraut und habe sie nie betrogen. Was hat sie getan? Also da war... Ach, sprechen wir lieber nicht davon. Eine glücklich verheiratete Frau. Na, bitte nehmen Sie doch Platz, das kann ich nicht. Bitte nehmen Sie. Na, bis ja. Das hier ist ein Standesamt. Mein Verhältnis vor allem ist raus, Sie sehen es aber gleich. Dagegenüber traue ich immer. Immer wenn ich traue, bekomme ich Magenschmerzen. Ich nehme diese Tabletten völlig aus. Ihr Basis, meine Magenbeschwerden sind auch ganz harmlos, sagen die Ärzte, nichts Organisches, rein psychisch. Mein Magen nimmt sich alles so zu Herzen. Er kann es sich mit ansehen, wie ich die Menschen hier in Unglück rennen, dass sie haben die Beschwerden auch nur, wenn ich traue. Dabei bin ich aber glücklich in meinem Beruf, ich war Standesbeamter aus Überzeugung. Ich habe an die Ehe geglaubt, aber wenn Sie wissen, mit wie viel Idealismus ich damals an meine Frau rangegangen bin. Ich habe sie geliebt, habe ihr vertraut und habe sie nie betrogen. Was hat sie getan? Ach, sprechen wir nicht davon, eine glücklich verheiratete Frau. Entschuldigung, ist jetzt wieder neu. Ich danke. Ja, und nun hören Sie etwas Längeres, obwohl es auch von mir ist. Es handelt sich hierbei um, wieder ein Schelm heute, nicht? Also, ja, ja, ich trage mein Haar heute offen, also, ja. Es ist so, eine Ballade aus dem Jahr 1106, 1116, so, 1116, Ritter Phipps. Ja, die geht so ungefähr. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Phipps in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach, und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt. Wonach? Verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Hier ist Hopke mit den Nachrichten. Meine sehr geehrten Herren, wie nicht unbekannt sein dürfte, sind ja unsere Nachrichten die neuesten Nachrichten, die es überhaupt gibt. Nicht einmal ich habe die Möglichkeit, diese Nachrichten vorher zu lesen. Unsere Nachrichten kommen von einem Nachrichtengeber, von einem Apparat hier im Studio. Wenn also unsere Nachrichtensendung beginnt, dann treffen die aktuellsten Nachrichten auf diesen Nachrichtengeber und kommen sofort auf meinen Schreibtisch. Sie erleben also die neuesten Nachrichten genau in dem Augenblick, wenn sie zustande kommen. Und nun zu den Nachrichten. Wie ich gerade sehe, ist eine kleine Panne bei unserem Nachrichtengeber aufgetreten, der aber sicher gleich behoben wird. Ah, ist schon behoben. Bitte zu den Nachrichten. Danke vielmals, Willi. Also, der Nachrichtengeber ist defekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es wird Sie sicher interessieren, sich einmal mit den Nachrichten von gestern zu befassen. Ja? Ja, dann gehen wir vielleicht mit den Sportnachrichten weiter. Ja? Ich sehe gerade, dass die neuesten Sportergebnisse hereinkommen. Bitte, Willi, die neuesten Sportberichte. Einen Moment, meine Damen und Herren. Sofort lese ich sie Ihnen vor. Also hier die Ergebnisse vom Sport. 8:3, 2:5 und 6:1. Aha, der kommt doch was nach. Ja. Also hier das Endresultat 3. Naja, das wird also unseren Bundestrainer ganz besonders interessieren. Danke für die Nachrichten, Willi. Ja, also, aha, das sind vielleicht Nachrichten vom Eishockey, ne? Meine
meine Damen und Herren, Sie sehen also hinter mir an der großen Leinwand jetzt unseren Bundestrainer Helmut Schmidt in Begleitung seiner beiden Lieblingsspieler Franz Beckenbauer und Berti Vogt, mit deren Leistungen er ja immer ganz besonders zufrieden ist. Sie sehen diese beiden Herren jetzt hier auf der Leinwand im Training. Irgendwo da hinten müssen Sie da sein, nicht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wäre es auch ganz interessant, wenn Sie sich jetzt einmal mit dem Wetter befassen würden, mit den Wetterberichten. Ich würde sofort den Dr. Steinhäuser fragen. Dr. Steinhäuser, wie sieht es denn mit dem Wetter morgen aus? Dr. Steinhäuser ist im Moment nicht da. Er kommt erst Montag von seinem wohlverdienten Urlaub zurück. Wie ich gerade sehe, sind die Arbeiten am Nachrichtengeber beendet. Also bitte weiter in den Nachrichten. Danke Ihnen. Sag einen Film an, du Idiot. Ich meine, also sofort wird die Arbeit sicher bald beendet sein. Aber in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, sehen Sie sich vielleicht einen aktuellen Dokumentarfilm an mit dem Titel Mittelalterliche Brunnen im Oberfrankenland. Willi, ich finde es ungestimmt. Ja, ich sterbe hier, Willi. Willi, in der untersten Schublade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum interessanten Teil unserer Nachrichtensendung. Sie, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause, können jetzt Ihren Nachrichtensprecher anrufen und können ihm Fragen stellen, vielleicht betreffender Nachrichten oder irgendwas. Sie können nur hier diesen Apparat im Studio sofort anrufen. Ich sage Ihnen auch gleich die Nummer. Das ist also 99 40 80. Bitte rufen Sie an. Natürlich, selbstverständlich ist der Apparat zu Anfang immer sehr überlastet. Machen Sie sich deswegen gar keine Sorgen. Sie können ruhig weiter probieren. 10 Telefonistinnen warten nur darauf, Sie mit mir zu verbinden. Willi, ist der Stecker überhaupt drin? Meine Damen und Herren, Sie müssen auch nicht unbedingt etwas wegen der Nachrichten fragen. Sie können auch noch etwas nach persönlichen Fragen. Sie können mich befragen. Sie können vielleicht etwas über den Sender fragen. Oder vielleicht wollen Sie nur Ihre Leitung ausprobieren. Da ist schon der erste Anruf. Ja, hier ist Hopke mit den Nachrichten. Bitte, ich notiere sofort, ja, einen Moment bitte. Ein Laib Brot. Und 10 Eier, bitte. Nein, meine Lieblinge. Nein, meine Lieblinge. Das geht jetzt nicht. Warum? Das geht gar nicht. Nein. Ja, ich bin im Bild. Ja, ich bin sogar in des Wortes wahrste Bedeutung im Bilde. Ach, das ist voll. Also bitte schön, wenn du willst. Gut, ja. Schnutzi Putzi, ich hab dich lieb. Danke. Ich glaube, es ist die höchste Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Darf ich jetzt einen Blick auf die Studio-Uhr? Es ist genau 20.30 Uhr. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, keine Nachrichten sind immer besser als schlechte Nachrichten. Und heute Abend keine Nachrichten sind die besten Nachrichten, die wir Ihnen als gute Nachrichten in der Nachrichtensendung bringen. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun den amerikanischen stinklangweiligen Schinken vom Winde verweht. Mit Clark-Gabel und Vivian Löffel. Gabi, das war schon sehr schön, aber kannst du es nicht ein bisschen freundlicher sagen? Meine Damen und Herren, sehen Sie nun den amerikanischen Spielfilm Vom Winde verweht. Mit Clark-Gabel. Gabi, der Mann heißt Gabel, nicht Gabel. Sehen Sie nun den amerikanischen Spielfilm Von der Gabel geweht. Gabi, Gabel! Sehen Sie nun den amerikanischen Spielfilm Der große Abwehr. Gabi, bitte! Ja. Sehen Sie nun Clark Gable. Gable, amerikanisch! Clark Gable und Vivian Löffel in From Windy Far Away. Nicht zu amerikanisch! Mesdames et Messieurs. Oh nein! Meine Damen und Herren. Wie war ich? Ein neuer Kameramann, bitte. Es fliegt, es fliegt, es fliegt, es. Ja,
Sie, Sie dort mit dem Eierkopf neben der Dame mit der Antenne auf den Hut. Kommen Sie. Na los, kommen Sie doch. Kommen Sie auf die Bühne. Komm. Ach, da ist der erste Prüfling. Ich begrüße Sie, Krankengeld. Ah, Frankenfeld. Meier? Meier. Mit einem harten oder einem weichen Ei? Mit einem harten. So sehen Sie auch aus. Liebe Freunde, herzlich willkommen bei Dalli Dalli. Heute aus der Reblaushalle in Dortmund-Grinzing. Und hier meine Gäste. Heute Kiffen gegen Kegeln. Und hier für die Kegler Sophie Schniedermann. Das war spitze! Na hier, na hier. Ja, da. Jawohl, ja, 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 er hat sie. Ja, was ist denn, Herr Meier? Blau. Passt herrlich zum Sakko. Ach, Herr Spabier. Wie geht's? Ach, Herr Spabier. Wie geht's immer? Gut. Gut? Fantastisch. Was sagt die Post dazu? Wunderbar. Was heißt wunderbar? Großartig, großartig. Na. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rudi Carell Show. Halt, stopp, Rudi, was machst du denn da? Bist du nicht gut drauf oder was? Da hat überhaupt kein Pep. Das ist mir alles viel zu deutsch. Du sei flapsiger bitte, ja? Was soll ich denn anders machen? Rudi, was weiß ich? Denk an Tulpenfelder, sei holländischer, denk an Amsterdam. Bitte noch mal auf Position, ja? Hallo. Hallo, Tag. Tag, lecker. Herzlich willkommen. Hallo, wir sind live mit der Hochzeit hier. Toll, alle Tag, lecker, hallo. Ja, toll, ganz tolle Stimmung hier, ja. So, an dieser Stelle von der Traumhochzeit kommen wir immer zu einer ganz tolle Sache. Denn viele von Ihnen fragen mich ja, also schreiben Briefe, schicken Telefone, schicken Fax und wollen wissen, Linda, was ist geworden mit den Paaren aus den letzten Sendungen? Ja, toll, ganz toll, lecker. Dag, kann ich Ihnen erzählen? Ein paar Beispiele, ein paar Fälle. Ja, dag, guten Abend, lecker. Ein paar Beispiele von drei tolle Sachen, die bei uns gelaufen sind in der Traumhochzeit und ich kann Ihnen sagen, was geworden ist mit der Paare aus der letzten Sendung. Wir hatten als erstes eine ganz tolle Hochzeit bei uns, ganz live und lecker. Das war die Hochzeit von Andreas und Martin. Beide lecker mit dem weißen Kleid, ganz toll. Ja, ganz toll. Und, ja, viele von Ihnen wollten wissen, haben gefragt, Linda, sag mal, was ist mit den beiden? Ist da schon was Kleines unterwegs? Ja, das weiß ich nicht, meine Damen und Herren. Falls ihr zuschaut, Andreas und Martin, wir drücken ganz fest die Daumen für die Zukunft. Alles Gute. Rudi, ich schließe dir mal deinen Vertrag vor, ja? Herr Carell verpflichtet sich innerhalb seiner Sendung, mindestens 7 grammatikalische Fehler, 5 Sinnverfälschungen und 8 absolut unverständliche Worte einzubauen. Darüber hinaus wird das Wort toll 2-mal pro Minute eingesetzt. Es ist nämlich erwiesen, dass du dann um 1,5% in der Sympathieskala steigst. Wie oft muss ich toll sagen? 2-mal pro Minute. Pass mal auf, Rudi, wir machen folgendes. Wir proben jetzt das Playback, ja? Also Playback mal bitte ab für Herrn Carell. Bitte. Lass dich überraschen, toll! Wenn Träumen waren, toll! Lass dich überraschen, toll! So. Na? Herr Meier, Sie haben mit dem Auge, Sie haben immer Glück. Herr Meier, halten Sie sich fest. Haben Sie Ihren Urlaub schon hinter sich? Ich habe noch 14 Tage zu kriegen. 14 Tage? Das ist wunderbar, Sie haben gewonnen, gewonnen. Herr Meier, 14 Tage kostenlosen Aufenthalt in einem romantisch, idyllisch gelegenen Krankenhaus. Meine Damen und Herren, anschließend sehen Sie... Der ganze Welt war der Adam? Alleine. Alleine? Nur der Adam. Und überhaupt keiner weiter? Nichts. Da war der ja ganz alleine. Ganz alleine, natürlich. Der erste Mensch. Und ganz alleine? Ganz alleine. Ganz alleine. Ganz alleine? Wir hatten da ein FDGB kassiert. Da wollte ich dich schon immer mal fragen. Ja. Sag mal, wer macht denn eigentlich den Quark? Hat er jetzt gerade Urlaub, der ja. Quark?
wenn die Mutter einer zusammen wären. Ja, irgendwie. Aber das ist, wer macht das? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, das kann ich... Ansager mit Allgemeinwissen. Wenn es schon beim Quark aufhört, dann ist schon sauer. Also gut, wenn du mich herausforderst, dann werden wir versuchen, wie wir den Quark hier... Du wirst den Quark zusammen merken. Also pass auf. Das hätte mich mal interessieren. Ja. Also da denken wir uns mal zunächst... den Quark, den denken wir uns. Warte doch mal ab. Wir denken uns jetzt zunächst eine Zentrifuge. Ja, und die macht den Quark. Ja, warte es ab, bitte. Eine Zentrifuge. Wir warten. Ja, bitte. Und sind ja alle neugierig. Ne? Ja, Moment, es kommt ja gleich. Und da kommt jetzt die Milch rein in die Zentrifuge. In die Zentrifuge und, kommt die Milch. Und zwar oben. Oben kommt die Milch rein. Kommt die Milch rein. Und wie kommt die Kuh auf die Zentrifuge? Das hätte mich ja mal interessieren. Ja, bitte. Vielleicht hätte ich eine Kletterstange oder was. Die Kuh kommt natürlich nicht auf die Zentrifuge. Nicht das. Oh, die haut das Euter drüber. Ach, red doch nicht hier. Und was ist mit dem Quark? Die hat ja damit. Die Kuh hat ja damit gar nichts zu tun. Die Kuh wird ja. Einer muss ja verantwortlich sein. Ja, bitte, ja. Aber was? Doch nicht die Kuh, die Kuh wird ja vorher gemolken, die wird ja unten gemolken. Ich weiß ich ja. Und machst du mir hier eine Vorkauen, dass die Kuh unten gemolken wird? Die hat ja das Euter nicht zwischen den Hörnern. Du bist ja unten gemolken. Du regst mein Käse. Was ist mit den Quarken? Und der Quark? Das geht ja so los, dass die Kuh, der Quark wird ja vorher gemolken. Der Quark wird gemolken. Was ist für eine Frage denn hier? Und die Kuh hört das alles mit dem Schwanz rum. Die Kuh wird vorher gemolken, und zwar bis auf den letzten Tropfen. Ach, bis auf den letzten Tropfen? Bis auf den letzten Tropfen. Wird die Kuh gemolken? Jawohl. Das machst du. Das mach ich nicht. Du gehörst ja aufs Kreisbeamt Heinichen, die holen alles raus. Lass doch den Unsinn sein. Was? Die Kuh wird vorher gemolken, und zwar elektrisch. Verstehst du? So geht das heute erstmal los. Und elektrisch? Ja. Und die Kuh? Und die Kuh? Ja. Die Kuh wird elektrisch. Ja. Also was ist denn? Die Kuh wird elektrisch geglaubt. Die Kuh? Ja. Elektrisch? Ja. Wo hat denn die Kuh die Steckdose? Ach, Frau Babisch, Sie haben ja ein entzückendes Strandkostüm, Jean. Gell, das gefällt Ihnen. Na ja. Sagen Sie mal, wo haben Sie dann das her? Wissen Sie, ich habe nämlich meinen Mann mit seiner Mitarbeiterin erwischt. Ach ja. Ach na ja, wie ich Sie ja kenne, haben Sie mit der Angelegenheit kurze 15 gemacht. Aber was drubbelig, wo denken Sie hin? Ich bin doch nicht dumm. Erst muss vor mich noch ein Pelzmantel rausspringen. Ja. Bleibst du denn? Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich. Tut mir leid, ich war beim Zahnarzt. Jetzt beim Zahnarzt? Nein, schon vor bleib unten. Hab aber bleib sitzen bekommen. Hab gar kein Befühl im Mund. Na, das kann ja heiter werden. Kannst du wenigstens tanzen, wenn uns jemand auffordert? Na bitte, da hat schon einer angebissen. Hallo, hier spricht Tisch 17. So, Sie wollen meine Tischnachbarn sprechen. Mit wem spreche ich denn bitte? Mit dem Herrn von Tisch 4. Dreh dich jetzt bloß nicht um, der sitzt genau hinter dir. Ein totschicker, eleganter Mann, sag ich dir. Ja, dann gebe ich Ihnen jetzt mal meine Tischnachbarn. Sie kann leider nicht sprechen. Ich meine, das heißt, sie spricht unsere Sprache nicht. Wieso? Ich bin aus Lappland. Sie kommt aus Lappland. Sie soll zu Ihnen kommen? Jetzt gleich? Ja, ja. Ja. Es ist ein Zahnarzt. Er hat vergessen, dir die Watteröllchen rauszunehmen. Die Wattepille? Die Geschichte der männlichen Menstruation ist eine Geschichte voller Irrtümer. Früher fühlte ich mich an den gewissen Tagen so unsicher. Ich gönnte mir nicht mal die geringsten Freuden des Alltags, wie S-Bahn-Surfing, Robbenschlachten oder Schwimmen. Doch dann kam okay.
und damit die Sicherheit. Denn Oki ist so saufähig, dass ich mich auch an den kritischen Tagen voll darauf verlassen kann. Ich bin auf der Suche nach einem Rhythmusgerät. Wissen, mein Mann, der hat Geburtstag und er spielt Akkordeon. Er hat bisher immer ohne Rhythmus gespielt, aber jetzt wollen wir es mal mitprobieren. Haben Sie da was da? Da habe ich was ganz Schönes da, mein Fräulein. Frau, bitte. Und zwar, oh, Entschuldigung, und zwar das TS 98. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ach, das soll ja gut sein. Das ist gut. Gut, ist um der Drill. Ein wunderschönes Gerät. Ich schalte es mal ein. Es kostet 850 Mark. Sieht auch schön aus. Sieht schön aus vom Design her. Da ist alles drin, was ich brauche. Alles drin. Sagen Sie mal zum Beispiel, Ihr Mann will einen flotten Rhythmus spielen. Ja, zum Beispiel so einen Elvis Presley-Rhythmus. Da drücken Sie einfach hier. Ab und zu. Beat 1 drücken Sie und dann geht's ab. Das klingt ja richtig flott, richtig modern, gell? Oder zum Beispiel ein Shuffle-Rhythmus, der wird so klingen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, jetzt passen Sie mal auf. Zum Beispiel ist eine Hochzeitsfeier angesagt, ne? Ihr Mann muss einen schönen Walzer spielen, alles will tanzen. Ja, wir tanzen gern, mein Mann und ich. Wir tanzen alle, die ganze Familie tanzen. Das hab ich mir gedacht, als Sie reinkommen sind. So, wie gesagt, da drücken Sie einfach Beat 3. Oh, das ist ja wunderschön. Also, das ist ja richtig toll. Das ist ein Walzerklang. So, dann haben wir hier zum Beispiel noch Bossa Nova. Sag mal, da klingt ja Anne. Schöner wieder Anne. Das ist ja toll. So kann man sagen. So dann haben wir zum Beispiel, das müssten Sie auch noch kennen, Cha-Cha-Cha. Gibt's den noch? Hören Sie mal hin. Also, was da alles drin ist, was eine Vielfalt, gell? Muss, ja. Ach, ne, 50 Mark ist fast geschenkt, sag ich. Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage noch. Ist da auch Lambada drin? Lambada? Moment, ich will nicht lügen. Da muss ich gerade mal nachgucken, weil ich habe das Prospekt ja seit gestern Abend hier. Moment, das müsste aber drin sein, Lambada. Warte mal, das ist ja nicht. Nee, das war aber der nicht. Ist drin, 850 Mark, da ist alles drin, pass auf. Das ist ja auch nicht. Nee. Warte mal, Beat 18. Das ist ja nett. Na, das klingt schon ein bisschen. Das geht schon in die Richtung. Warte mal, da müsste es sein. Da ist er schon. Da ist er, ja. Lalalala, lalalala. Das ist wunderschön. Ach, das gefällt mir gut. Wissen Sie was? Packen Sie es gleich ein. Ich nehme es mit. Ja? Oh, das ist schön. Aber ich sage Ihnen was ganz ehrlich. Was ja? dann? Wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das Gerät nicht genommen. Na, dann haben wir zwei nochmal Glück gehabt. Hä? Ja. Der Lambada! Ja, Helmut Rasch. Helmut Rasch. Was ist los? Meine Frau. Nee, die ist nicht da. Die ist einkaufen. Ach so, das Geld. Oh ja. Ja, wir bezahlen. Ja, Meister, wir bezahlen ganz bestimmt. In 3 Wochen, ja? Ich muss jetzt los, meine Taxe wartet unten, ja? 3 Wochen, ne? Ja, oh. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hör mal, das war ein Stress in der Stadt. 15 Tussis waren vor mir an der Supermarktkasse doch. Hör mal zu. Der Hauswirt hat eben angerufen, wir sind 3 Monate im Rückstand mit der Miete. Ja, und wem stört das denn? Ich hab doch jetzt meinen Plattenvertrag. Hab doch einen Vorschuss heute gekriegt. Und guck mal, weil ich mir Schickes gekauft hab. Schicken Lederrock, 35 Mark, Sonderangebot. Toll. Und weißt du, wie mein erster Titel heißen wird? Ist auch schon raus. Hör doch mal, Helmut. Destiny. You're my destiny. I want to be where I'll be going to. Das klingt bescheuert. Mach's das nicht leiden? Wie findest du das denn? Das wird der zweite Titel. If you ever gonna lose my love, I'll help you find it. Und dann, weißt du, da sehe ich schon meinen Namen in dicke Leuchtbuchstaben auf alle Plakate stehen. Hedwig Rasch in Konzert. Das Mädel klingt das blöde. Nenn dich doch einfach Mary Rose. Ach, Mary Rose, gib mir doch schon. Ja? Ich dachte so an Hedwig Valente. Nee, pass mal auf. Jetzt anders. Du änderst deinen Vornamen, nennst dich Jennifer Rasch. Jennifer Rasch? Ja. Jennifer Rasch? Ja. Das klingt klasse. Kill the studio lights. Start the clouds. Okay, give me some yellow and some more red. Fine, quiet please. Camera's ready. Okay, the first red butler please. Thank you.
erstmal. Weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber mit meinem Mitbewohner verstehe ich mich prima. Wir kommen wunderbar klar. Gut, er ist jetzt nicht direkt aus Paderborn. Es ist also eher so eine andere Gegend, wo er wegkommt. Aber ich muss sagen, wir kommen wunderbar klar. Ich habe ihm das schon mal gezeigt, dass man das Spülbecken halt auch nach dem Spülen ruhig mit dem Rauschwamm noch mal durchwischen kann. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Es ist im Grunde dasselbe wie mit den Gläsern. Wenn man die halt nicht direkt abtrocknet nach dem Spülen, dann gibt's halt Ränder und Flecken. Meine, ich bin da eigentlich auch nicht so, aber es ist einfach schöner, angenehmer, wenn man mal Gäste hat. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit dem Bad. Meine, so ein Duschvorhang, der kann verschimmeln. Muss er natürlich nicht. Wenn man den halt nach jedem Duschen wieder ordentlich ausbreitet, auf der Duschvorhangsstange, dann ist das gar kein Problem. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit der Telefonschnur. Meine, sowas kann man vernuddeln lassen. Oder man hängt sie halt nach jedem Gespräch wieder ordentlich aufgerollt über den Haken. Meine, das ist eine Sache von 30, also maximal 45 Sekunden. Ich hab's mal gestoppt. Dafür hält so eine Schnur dann halt länger. Ja, ich meine, für mich muss die jetzt nicht irgendwie länger halten. Ist vielleicht so eine prinzipielle Sache bei mir. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit den Pflanzen in seinem Zimmer. Die können vertrocknen. Bitteschön. Das sind seine Pflanzen. Sind ja nicht meine. Ich meine ja auch nur so. Man macht sich halt so seine Gedanken. Ja, er schläft morgens gerne etwas länger, meistens so bis 2 Uhr mittags. Frage mich da halt nur, wie er das mit seinem Studium macht. Ich meine, es geht mich ja im Grunde nichts an. Hab da jetzt mal mit seinen Eltern drüber gesprochen. Die hat es sehr interessiert. Ja, weil die ihn eben auch finanziell unterstützen. Ja, wir haben dann mit ihm gesprochen und er muss halt jetzt neben dem Studium noch ein bisschen jobben. Macht jetzt Frühschicht bei Westfleisch von 4 bis 10. Den Job habe ich ihm übrigens vermittelt. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Er ist im Grunde dasselbe wie mit seinen beiden Freundinnen. Ich meine, er konnte sich da nicht entscheiden. Und da habe ich mit beiden gesprochen. Jetzt ist er halt wieder solo. Ja, gut, er war ein bisschen sauer auf mich, aber wir haben dann drüber gesprochen. Und er hat das auch gleich eingesehen. Also, das ist gar kein Problem bei uns. Ja, und heute Morgen, da ist es dann halt passiert, da ist es zum großen Knall gekommen zwischen uns. Es hat sich ja schon irgendwie angedeutet in der letzten Zeit. Da hat er zum wiederholten Male meine Zahnpasta mitbenutzt. Und jetzt reicht's. Jetzt fliegt er raus. Aber achtkantig. Ich meine, ich habe mir wirklich alle Mühe mit ihm gegeben. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Hands off, hands off.
Achtung! Okay, Schwester, sei gesehen. Anfangen. 1, 2, 3. 24, 25. 65, 66. Hands. Okay. Hands up. Nun geht's los. Das war ja von Tosca. Ja, von Tosca. Zweite, second act. Second act. Zweiten Akt von Tosca. Okay. Nicht so gut. Kennen Sie das nicht? War so lang, da lief ich hinterher, denn mich befiel ein eiser Drang. Und als du meinen Kopf vernahmst, da nahmst
Das ist die große Liebe. Die haben wir hier gar nicht zu sagen. Die Zärtlichkeit der Haut. Ich will nicht wegen Sie noch sitzen um 5 Uhr im Studio. Ein Blick, noch stumm und kein Warum. Warum machen Sie mir dauernd einen Schatten aufs Gesicht? Ein Hauch. Das ist die reine Höflichkeit von mir. Ein Duft. Da denkt Sie, wer würde mir sowieso einen Scheuerlappen vor sich klatschen? Liegt in der Luft. Wie Sie mit Ihrem dämlichen Akzent, Sie Franzose verarmen. Noch eine so eine Frechheit und Sie kriegen eine gescheuert. Mit 1000 Fäden zieht es dich zum anderen. Zum Zicke. Anders kannst du nicht. Mein Akzent geht Sie doch einen Scheißdreck an, Sie Wimmerzahn Minelli. Das ist die große Liebe. Das sind die starken Triebe. Ich habe die Schnauze voll von diesem frechen Rotzlöffel. Einer von uns beiden verlässt auf der Stelle das Studio, aber sofort. Ja, sofort schon, aber schnell nicht. Was bringt mir denn eine Stroma? Kommt aber raus, wenn jeder Zuhälter heutzutage Karriere machen darf. Diese Ratte verlässt sofort das Studio, darauf bestehe ich. Also wenn hier eine Ratte rausfliegt, kann es ja nur Sie sein. Ich bleibe hier. Ich auch, Sie. Sie werden sich wundern. Sie werden sich wundern. Schon höre ich Ihre Stimme. Ja. Also wenn beide bleiben, können wir ja weiter probieren. Es kommt nochmal, Playback. Abrefrain bitte. Das ist die große Liebe. Die Zärtlichkeit der Haut. Frau Jaschke, ja. Jetzt wollen wir ein bisschen plaudern über die Artengruppe. Ja, wir sind hier, jetzt die Hälfte ist gekommen. Wir sind ja normalerweise 25 Frauen in unserem Kurs. Und es sind aber heute 12 Damen mitgekommen. So. Das ist eigentlich der fortgeschrittene Teil, kann man so sagen. Ah, ja. Wir sind so, ja, wir atmen seit 1,5 Jahren zusammen ungefähr, kann man ja. so. Ja. Und? Und das Schönste für mich ist eine Übung, die ich gelernt habe, die mir so viel Kraft gibt, zum Beispiel bei Gefahr. Also es geht, wenn Sie die alte Luft herauslassen, Herr Schmidt, und dafür die neue hineinnehmen, dann müssen Sie die aber durch die Nase hineinnehmen und mit dem Herauslassen und sehen Sie, so eine Haltung bekommen Sie dann. Ah ja. Und von dieser Haltung aus können Sie. Ah ja. Und ja, ja, und die Leute haben Respekt davor. Die haben Respekt. Mhm. Ja, zum Beispiel Ellen Schäffler, die hat vorhin erzählt, wir haben uns doch getroffen im, heute Nachmittag um 15 Uhr schon im Café und dann waren wir schon ganz aufgeregt und wie wollen wir es machen und so. Ja. Na und Ellen, die sagt dann, und ich muss allein dann da über die Reeperbahn, ich weiß nicht und so. Und sie konnte nur mit dieser Atmung die Reeperbahn bewältigen. Ja, wieso? Und so ist sie durch. So, dir ist nichts passiert. Dir ist nichts passiert. Nee. Na, beruhigend. Und ja, Herr Schmidt, und bevor wir hier reingekommen sind, da habe ich noch gesagt, lass uns mal in diesen Laden hier nebenan, haben Sie doch so einen Laden. Also irgendwas? Sie nicht, aber da, wo doch gewisse Dinge gibt es da so. Ach, den Pornoladen, ja. Naja, sowas. Und ich sag, lass uns doch mal da hineingehen und mal gucken, wie lange wir es aushalten. Mal gucken. Ja. Und dann standen wir da vor der Tür und dann haben wir erstmal und sind so hinein. Ja. Der Ladeninhaber ist erstmal zurückgegangen. Ja. Und wir haben es knapp 5 Minuten haben wir es ausgehalten. Dann sind wir alle ganz schnell wieder rausgelaufen. 5 Minuten ohne zu atmen? Ganz kleines bisschen Luft geht immer an der Seite rein und raus. Ganz bisschen Luft. Ganz bisschen. Ganz bisschen. Sonst sterben sie ja. Ja.
Ihre Gruppe heißt Atmen macht Mut. Und ja, ich glaube, das haben Sie uns jetzt eindringlich geschildert, wie es Mut machen kann. Sonst würde ich nicht hier sitzen. Ja, ja. Eine der letzten großen Volksschauspielerinnen mitten bei der Arbeit im Ohnsorgtheater in Hamburg mit Henry Fahl. So was. Knall ein Batz die Tür vor der Nase zu. Meint ja wohl noch wundern, was sie ist, die Madame. Ich krieg ja doch raus, was hier los war. Bimmel ich eben da an. Guten Morgen, Herr Brummer. Na, haben Sie ausgeschlafen? Ja. Ach, Herr Brummer, ich wollte Sie nur fragen, ob ich vielleicht für Sie die Treppe mitmachen soll. Ich meine nicht, dass ich mich aufdrängen will, aber Sie können sich als Mann ja nun nicht gut herstellen und hier die Treppe machen, nicht? Und mir macht das wirklich nichts aus. Ach, das ist aber sehr nett von Ihnen, Frau Boll. Ich will das ja auch gern bezahlen, nicht? Herr Brummer, das sollen Sie doch nicht bezahlen. Das tue ich doch gern, das ist doch sozusagen Nachbarspflicht, nicht? Ach, das ist aber sehr freundlich. Ja. Dann brauche ich mir wenigstens von Frau Knob keine Vorhaltung machen zu lassen, ach, nicht? Geht der Krach darum? Ja, ich meine, ich habe so ein bisschen gehört, aber ich habe das ja nicht eins mitgekriegt. Na, wissen Sie, die hat das ja gerade nötig, sich aufzuregen. Ja. Stellen Sie sich mal vor, will ich eben in die Waschküche nebenbei, wenn ich für Sie ein paar Stücken mit auswaschen soll. Tue ich gern. Hab die doch noch nicht die Waschküche sauber. Und dann will die sich aufregen, dass sie die Treppe nicht gemacht haben. Also was gibt es da für Leute? Oh ja. Den Kerl, wenn ich den kriege, aus dem mache ich eine Vierfruchtmarmelade. Bravo. Du, auf den Kerl gehe ich an, du. Und dann ziehe ich, dann hole ich aus. Und dann kriegst du von... Dann kriegst du von... Das ist er. Was ist denn mit euch los? Was habt ihr denn?